Es ist 10.42 Uhr, als eine Maschine vom Typ Diamond DA-20 Katana vom Flugplatz in Egelsbach startet. Doch die Maschine hebt nicht wie gewohnt ab. Sie gewinnt kaum an Höhe, passiert nur knapp einen Zaun und bleibt dann an einer Oberleitung der Bahn hängen, die knapp hinter der Startbahn verläuft. Das Sportflugzeug stürzt auf die Bahngleise. Die Maschine war zertrümmert, auch teilweise in Flammen aufgegangen. Die beiden Insassen, ein Mann und eine Frau, wurden bei dem Unfall zunächst schwer verletzt. Mittlerweile ist es so, dass die Frau verstorben ist. Der 64 Jahre alte Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Frankfurter Klinik geflogen. Seine 65 Jahre alte Frau musste am Unfallort aus den Trümmern der Maschine geborgen werden. Ein nahender Güterzug, der die Unfallstelle unmittelbar nach dem Absturz passierte, konnte nicht mehr rechtzeitig gestoppt werden. Kurz nach dem Absturz ist ein Güterzug hier vorbeigefahren. Es ist möglicherweise so, dass der Güterzug noch das Flugzeug berührt hat, Trümmerteile davon berührt hat und dadurch auch ein Stück von einer Stromleitung abgerissen hat. Der Güterzug kam 300 Meter weiter zum Stehen. Er wird jetzt untersucht. Momentan ist die Bahnstrecke hier komplett gesperrt und alles Weitere dann wird die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung übernehmen. Das sind Spezialisten, die kommen aus Braunschweig und die werden uns dann wohl schon sagen können, an was es hier gelegen hat. Das Wetter scheidet als mögliche Ursache wahrscheinlich aus. Zum Zeitpunkt des Starts herrschte klare Sicht. Die Untersuchungs- und Bergungsarbeiten werden bis in die Nacht andauern. Bis dahin bleiben der Flugverkehr in Egelsbach und der Bahnverkehr auf der Strecke gesperrt.